Ich bin Jannis und ich bin Dichtungsfan. Ich weiß, es hört sich ein bisschen an wie ich bin Jannis von AA oder Waffennah, bin ich beides nicht. Dichtungsfan kann man durch mehrere Möglichkeiten werden. Man kann zum Beispiel dichten, also Lyriker sein, muss man aber nicht. Ich bin zum Beispiel auch kein Lyriker. Man kann Gedichte mögen, aber man muss sie gar nicht mögen. Was die Hauptsache ist, als Dichtungsfan offen dafür sein. Und das werden wir jetzt mal überprüfen, ob das Publikum offen ist und mitmacht. Sonst werden diejenigen erschossen, die nicht mitmachen. Und ja, hier mit. Ne? Und wir treffen uns alle, Anknüpfungspunkt Soja Sadri beim Stand 22. Wir werden einfach weitermachen mit der Kunst von Soja Sadri. Eine Waffe. Ganz kurz noch einmal was zum Konzept. Also das Thema heißt Poesie einer Ausstellung. Das haben wir das erste Mal gemacht im Ausstellungsraum Eulengasse bei Konkreter Kunst im letzten Dezember. Und da war der Sinn der Sache, wir gucken uns die Werke vorher an und dichten dann dazu. Und dann machen wir eine lyrische Führung, so wie heute eben auch, anstatt einer kunstgeschichtlichen Führung, wie es sonst üblich ist. Tiefblau und kein Lüftchen. Die Fahnen hängen schlaff am Memorial für die Opfer. Jane kennt die Stelle nicht, an der ihre Tochter mit tausenden Menschen, Stahlträgern, Flugzeugteilen, Metall und Kunststoff verschmolz. Es gibt noch zwei Löcher. Kein Grab. Die Trauer bleibt ein Ungeheuer. Seit damals hat sie Angst vom Fliegen. Tiefblau und kein Lüftchen im Bazar. Es ist still am Mittag, wenn sie durch die Gassen geht. Jasmin achtet auf Geräusche. Aus Furcht vor einem Attentat. Sie kennt den Ort nicht, an dem ihre Eltern nach dem Massaker verscharrt wurden. Kein Begräbnis, stumme Klage. Angst vor Feinden aus den eigenen Reihen verfolgt sie auf Schritt und Tritt. Die Gemälde haben so etwas Huschendes fast hier, ja? Was für Huschen? Also nicht so klare Konturen. Das ist keine Kritik am Kunstwerk, sondern einfach nur meine Wahrnehmung. Und das hat sowas für mich mit dieser Jasmin, die durch den Basar geht, ja? So diese Unsicherheit transportieren für mich die Bilder. Wo kann ich mir noch sicher sein? Das ist sehr interessant, deine Interpretation über meine Bilder. Aber das ist, manchmal denke ich schon, es ist ein bisschen, okay, wenn man Iran hört, dann denkt man sofort 9/11 oder alles andere Sachen, die passiert im Iran, die ganze Geschichten, die wir halt alle kennen. Ne? Aber für mich ist was anderes. Also ich wollte keinen Trauer zeigen, möchte auch nicht. Für mich war gut, es sind halt schon ein bisschen nicht so klar, ja, aber manche Stellen doch sehr klar. Das ist für mich einfach die Frauen, die trotz ihrer Unterdrückung oder islamische Strenge und so weiter. Und trotz allem leben einfach weiter. Mhm. Die haben auch, die können auch die Schönheiten zeigen, die haben Bewegungen, die haben in ihrem Inneres vieles zu zeigen. Nur es ist halt schon ein bisschen unsichtbar. Aber das bestreite ich ja nicht mit meinen Zeilen. Ja, aber ich glaube, dass wir sind auch in dem Bereich, der Wirkung, nicht in der Interpretation. Ja. Es geht mehr um Wirkung als Interpretation. Ja.
Danke, ja. Ja. Also das ist der Punkt. Und das kann ich alles genauso annehmen, wie Sie es mir gesagt haben. Ja. Genau, aber... Aber es ist interessant zu hören hier, die Wirkung. Und man muss ein Kunst, in dem Moment, wo ein Kunstwerk im öffentlichen Raum hängt, das ist genau wie mit einem Gesicht, was gedruckt wird, muss man es loslassen. Und in dem Moment ist es Fraß des Publikums. Genau. Ja. Und ich muss sagen, die iranische Künstler, das sieht man auch überall in ihren Filmen arbeiten, die haben eine neue Sprache erfunden. Etwas zu sagen, ohne dass es direkt ist. Ne? Ja. Da muss man halt nachdenken. Das ist eigentlich die neue Sprache von iranischen Künstlern. Ja, das haben wir auch früher gehabt. Die Sklavensprache genannt. Ja? Auch in der DDR, die Autoren, ne? Die haben eine Undercover-Sprache. Genau, das ist Undercover-Sprache, genau das. Ja. Blumenwiesen da und Himmel, deswegen ein Hirtenlied. Das heißt, der junge Gefangene, der respektable Mähdrescher lässt die Ehre reifen, ohne die Weinflasche zu fürchten, trinkt die Rebe die labenden Gabenden des Tags. Oh, ich lobe den Birnbaum im Sommer in Deutschland. Oh, Obst! Ich möchte wieder deutsches Obst essen und möchte noch nicht sterben. Auf dass ein Fink aufflöge, um meine Augen zu trocknen. Ich weine und hoffe. Senke und hebe den Kopf. Schlecht riecht mein Atem und schlecht riecht mein Gesäß. Mein Gesicht sieht schlechtes Wetter kommen. Großer Sturm beherrscht das Meer und schlimmer Wind die Heide. Der fruchtbare Psalm wohnt in meiner Brust. Auf meinen Schultern steht ein Gefängnis. Ich habe die Flügel der Hoffnung und hebe mein Leben auf Schwingen empor. Ich schwebe lebendig und glücklich und singe. Ich bin frei und am Ende der Käfig. Bin ich nun dran zu sterben? Beunruhigt schlafe ich ein und beunruhigt wache ich auf und weder mein Wachen noch mein Schlafen opfern der Erde. Ich vergotte nicht die Erde, die Erde ist zu kalt für die Versuche der Physik. Ich harre auf mein Hadern und der Tod lacht mich in alle meine Augen an. Ich bin jung. Jung wie die Ulmen, die den Wegesrand säumen. Ich wandele an den Ulmen vorüber am gerade begonnenen Vormittag meines Lebens. Einen Augenblick lang bin ich glücklich. Einen Augenblick lang bin ich bewachsen von aller meiner Natur. Im Frühling bin ich und möchte noch die Ernte sehen. Und möchte noch die Sonne sehen unter einem Kastanienbaum, in einem Licht und Schatten bewegten Olivenhain, mitten in einem Gurkenfeld in Deutschland oder hier bei mir, in diesem Haferfeld, auf dieser mit Dillkraut bewachsenen Böschung. Ich bin HIV-positiv und alle meine Huren sind HIV-positiv. Die Ähren sind kleiner, der Raps wirft zu früh die Schoten ab, auch Gerste und Roggen leiden. Herzlichen Dank und danke für die Frage. Und ich finde, so eine Masse an Knöpfen ist schon ein beeindruckender Berg an Material, der auch aus der Wiederholung lebt. Es ist eigentlich, jeder Knopf ist gleich, eigentlich, aber uneigentlich sind sie doch sehr unterschiedlich. Und das ist das, was mich sehr stark reizt und ich gehe auch auf Flohmärkte und kaufe Knöpfe und sortiere die dann begeistert in meine Sammlung ein. Martina, eine Frage noch auf Herz und Nieren. Wozu animieren die Knöpfe mehr? Zum Zuknüpfen? Oder zum Aufhören. Im Nähkästchen. Zwirn, Garn, Wolle, Wolle,
Rolle, Rolle. Im Kästchen Fingerhut tut gegen Verbluten gut. Faden, Knopfloch, Nadel, Sehnsucht der Frau. Das Kichern der Knöpfe im Perlentraum. Schere, Messer, Säge, gefräst in blutiger Schräge. Den Brief steck ihn weg ins Liebesversteck. Armee der Knöpfe, ein Krieg der Tröpfe. Heiteres Spiel und heiteres Spiel oder rollen am Ende die Köpfe? Bevor ihr klatscht, noch was dazu? Ogu, Ogu, auf deiner Haut ein Ogu, müde hängendes Teenetz mit Fingerhütchen Schafwoll gefüllt. Leinenkissen so innig riechend, über Polstern schön angedickt auf deinem Bauch. Knöpfchen hüpfen knifflig über Schwellkörper hin, luftvoll Holzwoll gebauscht. Sich das Pelztier reiben mit spitzigen Fingerhandschuhen. Brustsimulationen, Kopf unterhängend in rosa duftenden T-Shirts. Was fiebert so hektisch die gehäutete Zunge im Brunstkorb? Ogu, Ogu, Ogu. Oma, hinabbegeben in das Reich des Ichs, lautlos schweben in Meditation, in wahrer Identität verharren, kein Streben, kein Begehren. Hinterm Fünf-Sterne-Vorhang erhebt sich lautes Klagen, Straßengemeld. Keine Reihe, Schmerzer, Blutgeschrei, renn vor, sag ich mir, renn vor die Mauer, tu was dagegen. Draußen könnte einer zu Tode kommen, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld, mein Zuckerleid im selben Sonnenkreis. Der Bambuszweig wird zur Krähe, ein Stein zum Klageschwein, ein Glockenschlag die nächste Stunde, draußen zerreißen sie sich. Halbbewusst ist es noch am besten zu ertragen, was Nacht für ein Dämon ist, treibt Blut aus den Adern, dringt Gedanken aus, die wach, schwach, wahrnehmbar und doch die hellsten sind. Zwei Tote und ein lebender Wächter, aber fürchte dich nicht, siehe, ich verkünde dir kein Leid, fürchte dich nicht vor den Gehängten, die doch nur Scherenschnitte in Lampions sind. Heute wird dir nichts geschehen, morgen auch nicht, übermorgen wieder. Kein Wunder, keine Gefahr, nur ein Tropfen, der auf trockene Palmwedel trifft. Nur ein Klacken, ein Raschen, im Dunkeln des Geistes Schattenwurf. Dann Licht, das war ich nicht. Auch sonst ist es keiner gewesen, hier ist keiner mehr außer mir, mehr. Alle schlafen und träumen von fernen Ländern und unbekannten Erden, die von Geburt an vorher auch schon ein Teil ihrer Seele gewesen sind. Wir werden weniger. Wo sind die anderen? Also nee, so geht's nicht, gell? Wie in der Schule, ne? Die Suppe wird auch gemacht. Die Suppe erst nach der Lyrik. Die Leute würden uns im Schlaf erkennen und sähen aus, sagst du, wie Eulen. Die Haare flach, der Mund geschwungen und unser Telefon hieß Holla, wer dort? Und Panzerpilz. Wenn wir jetzt stürben, wer hülfe uns aus der Verlegenheit und jenem breit getretenen Winter von vor 11,5 Jahren? Nichts sei so langgezogen wie ein Januar mit Temperaturen im Plus
und tagelang die Aussicht auf etwas wie bräugelsche Farben, auf Schnee und Kinder gähnen und lachen. Im Schlaf hielten wir Händchen und flogen übers Straßenpflaster, das mit dem Himmel die Plätze getauscht hat. Ich schließe mich der Wand. Deutungsnah, sofern das der Titel. Grau und grün und ultraviolett, bleiern, rot und irisierend, zweidimensional, weit und schlicht und vor allem ausgenüchtert und aber glasig alles, glasig der direkte Blickkontakt oder indirekt gedrückt, steril erregt. Ich fantasierte im Rücken ein Gesicht ausgetrockneter, knitter, auch das um ein Stadium der Wirklichkeit. Die Gesichtgesichter eng um den Kopf wie ein Rundtanz von Bienen ums eigene Volk, nur feindlicher. Das Kleinhirn als Strippenzieher, wie weit muss man gehen, bis alles durchblutet ist? Die Haut ist gespannt, wölbt sich dem Schädel entgegen, auch das nur ein Stadium, ein Schrei auf der Brücke. Die schweinische Nase sucht ihresgleichen, kracht Figuren mit, Steckdosen unterhalb der Achselhöhlen. Die Stuhllehne näselt mit, auch das nur ein Stadium. Unter den Wangenknochen keine Grübchen mehr, sondern nach innen geblähte Segel weit hin. Die Russenmütze ohne Parteibuch oder Familienwappen, ihre Ohrklappen nutzlos gegen die Geräusche der Schwitzspur, den liturgischen Schüttelfrost, ein Fäß hätte gereicht, mitunter hätte auch der nicht, was er verspricht. Und Auguste Dete zu Alois Nemosyn, ich habe mich sozusagen verloren. Ballerina, wir sind keine Buchstaben. Mit schwerer Brust in kleinen Ultravioletten. Unsere Haare streng zum Dutt auf weißen Polster. Darauf gladiertes Schwarz auf gespaltener Stirn, wo man stolz sich den Kopf stößt an deiner Perlmutterrüstung. Umarme deine Imperfektion, sagen wir, wenn wir vergessen haben, den Schalter umzulegen. Lass mich hier sitzen, nur ein Ausschnitt. Dahinter wird gekämpft, hinter den Sorgen, hinterrücks. Und Nummer 2. Was ich höre, ist Musik, die man hört, wenn man nichts hört. Als das Hörbare nieder wie ein Regen, stockten die Bilder. Das Sehen aber kreiste, von nichts unterbrochen, ums Sonnenlicht und das wellige Grau. Nichts wird wiederkommen. Am Strand meines Frankfurter Binnensees erwarte ich den zurückbrandenden Traumplot. Das heißt, ich stehe im 5-Uhr-Sand, den ich sah, als ich nichts sah. Und wenn ich von mir rede, steht immer das eine fürs andere. Im Eimer beben die Fischrümpfe, die Sonne fällt grobzeilig durch das Sekundennetz dieser Traumsequenz, in der ein Junge in Badehose und weißen Sommerschuhen in leichtem Zeitraffer einem von Max von Sydow dargestellten Angler ins Ohr bist. Bis beißt. Präsent und Präteritum. Ins Ohr beißt. Das kann ein bisschen was mit den Sachen sagen, die es da hängen. Das sind die sogenannten Wochenbilder. Der hat es sich dann auch nochmal vorgenommen, jede Woche ein Bild zu malen. Und die sind auch datiert. Das sieht man oben immer. Ja. Und was für den Helmut ganz spannend war, also bei dieser Arbeit jetzt, dass er Miniaturfiguren oder Miniaturgegenstände sozusagen vergrößert darstellt. So, ja. Das weite, wüste Land, die dünnen Formationen, sie, unnahbar, gewandet, gefangen im Umhang, schwarze Verhüllung, vergittert der Ausblick, beschränkt diese Festung zugleich das Denken oder erwächst azurne Sehnsucht. Im monolithischen Block, in der steingewordenen Burka, wie fühlst du dich, Frau? Autistisch geronnenes Schweigen, ein Gebirge schwer zu besteigen und schön aus gedunkelter Bronze. Dein Innenleben
Wir kennen es nicht, man sagt. Es soll sehr lebendig hergehen da drinnen, im hermetischen Kosmos von Religion und Familie. Schlecht entlohnt ächzen die Sherpa unter dem Gewicht der von Eroberungswahn zum Irrsinn getriebenen Besteiger. Aber wir, uns irritierst du mit deiner Fremdheit, uns machst du Angst. Wir denken dich wie ein bewegtes Gefängnis, eine weltabgewandte Kultur, in der du rar, doch immer öfter unter uns wandelst, unter uns Gewöhnlichen und, wie ihr sagt, abzustrafenden Sündenungläubigen. Wann werden wir reden zusammen? Wann deine Haarpracht die Dunkle bewundern? Den Amorbogen der geschwungenen Lippen, deinen Blick auf die Welt, wann dein vergittertes Auge befreien? Aber hier könnte ich mir vorstellen, da ist vielleicht jemand, eine Frau womöglich, die sich ganz wohl fühlt. Diese Wohlfühlen irgendwie in dieser Abgeschottetheit. Ja, das habe ich dann geschrieben, lebendig darin. Ja, genau. Aber wir wissen es. Genau, für uns als Mitteleuropäer ist es immer so leicht, gewissermaßen da zu schreiben und schnell verharrt zu machen. Lass mal so unterlaufen. Und es gibt auch einen Punkt, vielleicht keiner angesprochen hat, aber es hat auch noch die kleine Dame zu mir gesagt, dass es eine wunderschöne Form ist. Und ich bin also Bildhauerin, ich mag genau Form und ich finde, dass es wirklich auch so ist. Denn als ich sie modelliert habe, habe ich sie auch angefasst und ja, ich fand sie als Form auch wunderschön. Nein, ich will von allen Problemen, die nicht meine sind, nichts wissen. Ich will nur von meinen Problemen was wissen. Aber das ist der Haken. Da hakt's. Meine Probleme sind voller Probleme, die nicht meine sind. Eine aufgelöst sprudelnde Ballerina in Ultravioletten mit behaarter Brust. Schwimmen sieben zarte Mädchen siebenmal vom Gesicht in die Welt. In die Gehirne, in die veränderte Hängung der Schädel. Wo mein Stolz sich den Kopf stößt an deiner Perlmutterrüstung, lass mich. Hier sitzen, nur ein Ausschnitt, dahinter wird gekämpft, hinter den Sorgen. Hinterrücks, nach vorn hinter dich selbst zurückgefallen, umhängst mir die Strafe. Im abgeernteten Maisfeld rechnest du schon mit dem nächsten Geld. Ich rede von meinem Nimbus, dessen Schönheit retuschiert, vor der ich stehe und mich wie dich aus einem Spiegel herab betrachte, träfe es nicht vollkommen auf uns zu. Versponnen in einem nicht vorhandenen Klappstuhl. Allein die Stolpersteine rühren mich. Man muss sich klein machen. Und nach ihnen bücken, so klein sind sie, sie kennen kein Jetzt. Sondern nur die Schritte. Sieben Knaben und ihre Tropfen, wir treiben sie in die Pluszone. Und rufen sie mit Lateinnamen, siebenmal vom Gesicht in die Welt. Gesichter, synchron, wie Sandkastengespenster, als wären wir uns mehr wert als verlorene Zeit. Doch greifen ist nicht alles. Jetzt weiß ich auch von den halben Wegen, von denen es heißt, sie seien die längsten. Etwas, das man begreift, kann einem nicht mehr genommen werden. Das geht auf im jeweils nächsten Begriffenen und so weiter bis zum Schluss, wenn jeden Tag mehr Zeit kommt. Dann hängt an diesem Anwachsen von Zeit auch irgendwas Metaphorisches. Ich trinke den Wein, ich muss und gehe den Worten entgegen, der Worte entkleidet für immer von dannen. Ich habe immer das Gefühl, jemand will, dass ich drauf komme. Ich habe keine Angst mehr vor dunklen Märchen. Wie ist das gemeint? Die Sterne hocken angeleint und warten draußen. Mein Jetzt dein Gewesenes, unter dem Schatten der Kappe verstecktes. Vom Matt der Unterschiede, diagonal geschnittenes Gesicht. Von der Müdigkeit unter den Augen gesammeltes Schwarz-Blau. Was treibt mich hier von Wand zu Wand? Was siehst du in diesem Bild? Gesicht, Gesichter? Der Tag ist leer. Raben haben ihn ausgetrunken und in die Nacht gestellt. Nun schwirren sie auf, fliegen weg, finster und zusammen. Was siehst du in diesem Bild? X, sagst du, wie einer, der hölzern unser Schweigen multipliziert. Dann schlaf, mach die Augen zu, davon zu träumen, sagst du. Wovon denn? Von Tieren, Wüstensand, Tiefsee, dem Panzerfisch.
Das passt nicht zusammen. Nein, nacheinander. Aha, wie dein Mund aufgeht, also fließt du mir wie Sand durch die Netzhaut. Verbissen ins Smiley, von draußen, dran zu glauben, ich weiß. Ich könnte auch einen Titel erfinden für nichts, aber darum geht es nicht. Da geht nichts. Sterbensmüd, so schreiben Tiere zum Toast. Hinter Lampen, Lamellen, schlafend. Für Brot und Miete und Fleisch und Kram und ausgeschöpft. Durch Sieb von Fingerlicht in unsichtbaren Gesten verhüllt irgendwo der Sinn für irgendwas in Bewegung. Stolper, Pfütze, Spurwechsel. Wie nichts aufgeht, keine Rechnung, kein Sinn, keine Bedeutung. Grüne Hügel schimmern weit, weit in die Ferne. Na, so fern. Immer häufiger denke ich, ob es möglich ist, Wort zu halten. Ich sehe mich an und lege mich auf den Seziertisch, untersuche mich. Was ist das, dass alles schwer sein muss? Schwer im Sinne von unmöglich, wissen wir seit Rainer Maria. Rainer Maria, Rainer Maria, es schallen immer die Vornamen. Mund auf wie, ja, so ist das, aber nichts sagen, nur ha, die Dinge, die jetzt anders sind. Als erwartet und im Übrigen nichts erwarten. Die Wasser sind bekannt im Dunkwühlen, Graben, Schaufeln. Du sagst, du betest für mich, ich sag, du beutest mich aus. Ich habe immer das Gefühl, jemand will, dass ich drauf komme. Wie ist das gemeint? Für Brot und Miete und Fleisch und Gram. Das geht auch im jeweils nächsten Begriffenen und so weiter bis zum Schluss. Wenn jeden Tag mehr Zeit kommt. In die Gehirne, in die veränderte Hängung der Schädel. Ich sagst du, wie einer der Hölzern unser Schweigen multipliziert. Dann hängt an diesem Anwachsen von Zeit auch irgendwas Metaphorisches. Wie nichts aufgeht, keine Rechnung, kein Sinn, keine Bedeutung. Grüne Hügel schimmern weit, weit in die Ferne. Format der Unterschiede, diagonal geschnittenes Gesicht. Nah, so fern. Und der Müdigkeit unter den Augen gesammeltes Schwarzblau. Du weißt, dass ich sehe, ich taste. Ich totes Werkzeug stehen im leeren Raum. Versponnen in meinem nicht vorhandenen Klappstuhl. Danke.